Pioniere! Hallo, wo seid ihr denn? Ich hab hier was Schönes für euch. Kann ich die eigentlich auch verzaubern? Stopp. Das war sehr effektiv. Ah, bevor die hier die Paladine ankrabbeln, ne? So. Da oben ist einer, der will mich trollen. Und diese kleinen Viecher. Ach komm schon, du Troll. Stirb, stirb. Sterben sollst du. Hab ich auch oft versucht, aber das tötet manche Kommentare auch nicht. Stirb, Troll. Stirb. Du etwas. Ich verbrenne dich. Du brauchst halt nur die richtigen Argumente dazu. Auch was dran. Das Feuer auf YouTube ist ja quasi die Ignoranz. Genau. Ach, das bist du wieder. Jetzt habe ich gerade gedacht, du bist einer dieser komischen explodierenden Viecher da. Stimmt, wir sehen uns ja so ähnlich, schon allein von der Größe. Die versuchen uns zu flankieren. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe halt nur aufs Gesicht geachtet. Der jetzt scheiße. Stimmt, ich habe nur aufs Gesicht geachtet. Schau doch wirklich nur auf die inneren Werte. Wirklich. Gut, natürlich erstmal, wie die äußeren verpackt sind, aber ich muss ja hier meine Mission fortführen. Wie war das nochmal? Das war doch auch, glaube ich, auch so eine dämliche Silikonwerbung. Auf die inneren Werte kommt das an. Ich kann ja gleich Tupperware knautschen. Da kann ich ja gleich mit meinem Auto vögeln, wenn der Airbag rauskommt. Oder das, also das geht auch. Das geht auch. Geschüttelt und gerührt. Oh. Beziehungsweise mit so einer Kuchen, mit so Kuchengelee. So? Los geht's! Mehr Fallen, ja toll. Hier brauchen wir jetzt mal keine Deckenfallen. Hallo, dann mache ich eben hier. Au, 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 Hilfe, Hilfe, danke. Hilfe, Hilfe, eingefroren. Hilfe, Hilfe, danke. Ja, damit ich glaub, die Schrotflinte sind ja echt unterschätzt, die ist echt nützlich. Wir könnten zusammenarbeiten, wenn wir wollen. Das Problem ist, dass dieses Wollen sich auf so seltene Situationen bezieht. Genau. Es macht halt doch mehr Spaß, dem anderen beim Sterben zu schauen. Seien wir mal ehrlich. Und es ist auch witziger. So situationsbedingt lustiger. Wo denn ich der Ampus? Was? Ist da jemand durch? Oh ne, das war bloß diese Warnung, glaube ich, dass die jetzt wieder irgendwo nah ran sind. Nee, das war was ein Schädel. Ach, stimmt, das ist das Schädel. Ha, so gut hinterher unten in das Spiel. Ich glaub's ja gar nicht. Ja. Ich informiere mich immer reichhaltig über das Spiel, bevor ich es Let's Play. Ja. Oder auch nicht, man kann es natürlich auch lassen. Wozu sollte man sich über so ein Spiel informieren? Nachher könnte man... Ich meine, ganz ehrlich, über ein Spiel großartig zu informieren, wo beim ersten Teil noch die Steuerung erklärt wurde, so wird gespielt und da wurden, glaube ich, nur 5 oder 6 Tasten erklärt. Dementsprechend muss man sich da nicht sehr groß vorbereiten. Das ist nicht wie bei Factorio. Factorio könnte man zum Beispiel, glaube ich, nicht blind spielen. Zumindest nicht mit Let's Playen, ich kann es mir nicht vorstellen. Oder nicht ohne einfach mal 10 Stunden lang zu brauchen, um überhaupt das erste bisschen zu schaffen. Wird kompliziert, ja. Der gehört mir. Kabu, willst du den Schädel haben? Ach, gerne. Er ist irgendwie verschwunden, ich weiß nicht, wohin er ist. Tschüss, mach's gut. Ich kann dir mal zeigen, wie ich meine Faust verschwinden lasse. Oh ja, den Zaubertrick will ich mal sehen. Die versuchen uns zu flankieren. Sie sind oben. Ich kann Fäuste verschwinden und Augen groß werden lassen. Ja. Und sie bekommen dann eine blaue Färbung. Das ist aber auch so ein Widerspruch. Ich habe ihn voll erwischt, voll in den...
Dingens mit dem Teil. So. Hin und wieder verhält sich die Armbrustbenzin echt cool. Aber nur hin und wieder. Du kannst damit halt nicht umgehen. Das ist alles. Genau. Ja, es liegt also daran, dass ich damit nicht umgehen kann, dass wenn ich ziele und den Gegner am Faden kurz habe, dass der Pfeil irgendwo anders hinfliegt, hin und wieder. Das liegt einfach nur an mir. Das ist dann auch so das offizielle Statement von den Entwicklern. Wenn man so sagt, die Armbrust verhält sich nicht so, wie sie sollte. Das ist nicht so. Die Armbrust funktioniert, wie sie sollte. Du kannst einfach nicht zielen. Du bist einfach zu schlecht zum Schießen. Was können wir, die Entwickler, denn dafür, wenn ihr zu dumm zum Spielen seid? Das müsste mal echt ein offizielles Statement von den Entwicklern sein. Das sind keine Bugs. Ihr seid einfach nur zu dumm, die Spielinhalte zu erkennen. Oder man macht das dann einfach wie bei World of Warcraft, dass man da eine verbuggte Waffe hat und sagt dann, nee, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ja, genau. Wird dann tatsächlich noch so eingebaut. Ich sehe jetzt, es gibt endlich die Bogenschützenwächter. Das ist toll. Das macht mich nochmal glücklich. Genau, die Einfrierzeit von Eisfallen hält länger an oder Gegner sind für eine gewisse Zeit nach dem. Ja gut, ein länger anhalten ist natürlich auch nett. Ja, dass die länger drin sind, definitiv. Bogenschützenwächter, ich glaube, ich sollte mal die Wächter ein bisschen verbessern, weil mit dem Bogenschützen hatten wir jetzt endlich mal was, um den Kobolden entgegenzuwirken. Und ich glaube, es ist nicht schlecht. Wo waren die denn nochmal? Bei Fallen waren die dabei. Es könnte ruhig einen extra Reiter für Wächter geben. Ach, der ist ganz weit oben. Platzierung kostet weniger oder Brandpfeile. Oder sie. Ja, okay, man kann Bogenschützen und Wächter darauf trimmen, dass sie Lebenspunkte regenerieren. Dann bräuchte man bestimmt dieses Schmuckstück nicht mehr. Will ich das lieber? Ich weiß es nicht, weil manchmal in Brand setzen ist auch so eine Formulierung. Setzen Gegner manchmal in Brand. Ja, ich kann auch, ich kann manchmal fleißig sein. Jetzt weiß man, was die Formulierung bringt. Also nie. Na gut, ich nehme das Schmuckstück doch noch eine Weile mit und probiere es einfach mal. Mal gucken. Und wir machen es mal günstiger. Ich mache es auch mal günstiger. Noch günstiger? Das geht. Interessant. Ich denke immer, ich habe so viele Fallen nicht ausgegeben am Ende, aber ich glaube, man kriegt einfach alles am Ende nochmal drauf gezählt. Okay, ja. Wie viele Schädel habe ich jetzt? Na, ich habe doch keine. Ich wollte schon sagen, ich hätte welche wieder. Okay, bist du soweit? In der Tat. Dann weiter. Mal gucken, was uns jetzt für ein Name erwartet, ey. Oh mein Gott. Nein, ich sehe noch nicht. Na Korridore. Gut. Korridore. Hey, da hat wahrscheinlich mal die Frau Schicht gehabt. Die jetzt nicht so zweideutig denkt. Sinn. Der Alte hat das geplant. Zuerst hat er seinen Tod vorgetäuscht. Also, eigentlich war ich bewusstlos. Und du hast dich nicht um mich gekümmert. Der Meister lag verletzt am Boden und du bist einfach abgehauen? Naja, irgendwie schon. Sehr vernünftig. Ich hätte genau dasselbe getan. Ja, ich freue mich auch, dich wiederzusehen, junge Dame. Haltet mir die Orks vom Leib. Ich brauche mehr Zeit. Zeit ist... Jetzt ist es aber tatsächlich. Oh, ich glaube, das war bei der letzten Mission schon so. Und ich glaube, bei der Mission davor auch. Ich habe bloß nicht aufgepasst. Dass es jetzt doch wieder andersrum ist und dass die Gegner jetzt doch wieder zum Spalt laufen. Oder? Ja. Ja, weil in den Anfangsmissionen war es ja so, dass die Gegner aus dem Spalt kamen, in die Freiheit wollten. Und jetzt ist es wieder so wie beim ersten Orks Must Die, dass sie aus den Türen kommen und in den Spalt wollen. Weil jetzt sind wir auf der anderen Seite. Bei den alten Ordensfestungen und verteidigen ja das. Ja, das ist ja auch eine. Kommen die eigentlich. Nee, oder? Da ist der Spalt und die kommen dann später auch von den Richtungen. Weißt du, dass das blöd ist? Ja, das ist. Ja, blöd. Das ist eine ganz blöde Map. Drei Seiten ist gemein. Ich nenne es das ultimative Sandwich. Ich habe so eine ganz blöde. Was nehme ich raus? Das ist jetzt halt die Frage, wenn ich die Bogenschützen... Will ich die Bogenschützen überhaupt platzieren, ist die Frage. Bringt das hier Sinn? Bringt das hier Sinn vor allem? Schauen wir mal. Ja gut, da an den Seiten, aber das wäre ja nur für hier. Andererseits bringen Wandfallen hier gerade weniger, wenn ich das richtig sehe. Also hier. Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt echt irgendwie... Also der Korridor...
hier vorne ist halt echt bescheiden abzusichern. Ich habe so die Vermutung, dass wenn ich die jetzt da wegschleudere, dass die da oben landen. Ja, das kann gut sein. Gut, man kann es natürlich austesten, aber... Ja, ich teste es aus. Also was anderes bleibt ja nicht über. Was ich höchstens machen könnte, ist, dass ich da oben Bogenschützen platziere, aber ich finde irgendwie Wächter dort, die hätte ich dann doch lieber zentral, dass die auch die hinteren angreifen können, aber das geht ja auch schwer. Weil die kommen ja echt von mehreren Richtungen. Ich glaube, Wächter sind ja einfach nutzlos. Ich glaube, ich nehme die raus, mitsamt dem Amulett. Mach lieber mehr Fallen dafür. Ja, hier hinten kann man ja alles gut zukleistern. Ja, da kann man alles mit, da kann man die ganzen Wände zukleistern. Deckenfallen machen. Dann nehme ich auch mal die, wo sind sie denn? Hä? Dann nehme ich ein paar Verdrescher mit. Und wo waren die? Ein paar Pfeilspucke. Ja. Und ich nehme vielleicht ein bisschen Teer mit. Nieder Teer, Schnitzel. Ich bin gerade überlegen, Pfeilspucke oder Verdrescher? Warte, dafür habe ich mir extra nochmal einen Film angeguckt, damit ich das nochmal genau hinkriege. Witzig. Ich glaube, ich nehme Verdrescher mit. Ja, ich glaube, ich nehme Verdrescher mit. Das ist super. Witzig. Was für ein Film war das? Hangover, der kleine Japaner. Oder Chinese. Asiate. Nehmen wir einfach Asiate. Also ich werde jetzt am Anfang hier einfach mit dem Pfeilfallen noch aushelfen. Moment, ich mache die am besten. Ich mache die ersten Fallen wirklich noch hier in diesem Korridor und später mache ich noch Fallen dazu. Sobald, ja, die Wände sind ja schon bald aufgebraucht. Und die restlichen Fallen mache ich dann alle hinten rein. Die schon alles vorüber. Und wenn das klappen sollte mit diesen tollen Dingern da. Oh, tolle Dinger. Das nicht ich weiß, jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, deine Befürchtung bewahrheitet sich gerade. Ich glaube, du musst beim nächsten Mal verkaufen. Ja. Wir machen uns damit eigentlich nur schwerer. Ja, die kommen gerade alle hier da. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Lass mich in Ruhe. Kabu, du warst gemeint. Ja, ich lass dich in Ruhe, Mann. Der Typ, der hat aber auch nur zu meckern und zu mosern. Ich meckere überhaupt nicht. Nein. Die sind schon nah dran. Nah dran. Ihr könnt das vergessen. Nah dran. Ja, aber nur nah dran. Also. So, ganz schnell. Das war lustig. Ja, ich schaffe es noch. Nee, sie kommen, glaube ich, noch nicht von hinten. Ich sehe das auf der Karte halt irgendwie nie richtig. Acht Bescheid, darauf, wenn ihr soweit seid. Das ist alles. So, ich glaube, das war's jetzt schon mit Fallen hier. Jetzt bin ich dann gleich mal dabei. Dann kann ich ja bis nach. Was du aber machen könntest, was du eigentlich machen könntest, wirklich, wären die Sprungfeder fallen. Aber dass du zum Beispiel die du hier baust, wo ich gerade stehe, in diese Richtung ausrichtest. Dann fliegen sie vielleicht so. Nicht so weit, dass sie da oben landen, aber dann gegen die Wand hinten. Könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Kann man mal ausprobieren. Zumindest für die Außenfallen. Und oben? Oben? Ja, oben. Oh, oben. Fliege. Eine Fuge. Ja, aber gegen Fliege habe ich natürlich... Ja, jetzt sind sie tot. Für Waffe, ja. Oh. Das war natürlich Absicht, dass ich die mit den Nachexplosionen der Rotwände treffe. Die Erdfürsten sind da. Oh, ja, das ist nochmal eine Stufe höher. Und das Lustige ist, dass die Erdfürsten dann in zwei Erdelementare zerfallen und die dann wieder noch mehr zerfallen. Das ist lustig. Oder auch nicht. Ich wollte gerade fragen, was deine Definition von lustig ist. Definition? Davon der Firm, doch die Fähre ist nicht so lustig. Verstehst du? Das nenne ich stilvolles Töten. Er liebt mich, er liebt mich. Er legt sich hin, er steht wieder. Er liegt, er steht, er liegt, er steht, er liegt, er steht. Probieren wir das doch mal aus. Kommen sie jetzt? Ne, die kommen doch nicht von da hinten, aber ich glaube, ich fange jetzt dann. Los geht's! Ich fange einfach mal an, Geld zu sparen. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ja. Du gibst zwar dann eh aus, aber egal. Ja. Gib mir einfach mal deine Kreditkarte. Ich will mal nach dem Spiel bestellen. Gucken, ob das so. Ja, das ist schon verdammt cool. Wenn man die mit dem Eisamulett mehr Patronen abzuschießen hier.
Das hat schon seine Wirkung, vor allem gegen die Viecher hier. Ja, naja, das flackt am meisten gegen die Kleinen. Ach, aber auch nur die falsche Maustaste bei der schönen Waffe. Nein, er landet auch dort oben. Die landen auch schade. Dort oben. Na okay, war auch eine Idee. Das ist Charlie. Dabei gebraucht diesen Schiff. Da bräuchte man jetzt die Land. Land. Ja. Die Land. Da bräuchte man jetzt die Land. Ah. Ich verstehe, was du meinst. Laterne. Ja, man sollte vielleicht die beiden dann auch aufhalten, ne? Wenn mach du hier, ich kümmere mich um den Troll. Ja, ja. Sie sind in der Nordhalle. Und um den Erdfesten. Die sind in der Nordhalle und nein. Wir zufällig auch, aber Bruderschaft von Nordhalle an der Reihe. Ja. Ich will das wieder mal spielen. Kannst du denn nicht? Nein. Wie kannst du nur nicht? Ich muss mit irgendeinem so verrückten Kerl grad Orksmastai 2 übernehmen. Das ist. Das würde mir schon ziemlich auf den Sack gehen. Ja, es geht mir auch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist voll der Egoist. Er hat mich gezwungen, einen weiblichen Charakter zu nehmen. Kannst du dir das vorstellen? Und ich habe dich doch gezwungen, diese Sachen anzuziehen. Ja. Ich baue dir hier gerne auch noch ein, zwei Fallen auf, wenn kann du man brauchst. Jemals zu viele Fallen haben? Ich so, glaube ich nicht. Ich mache jetzt mal diesen Aufbau hier. Ich glaube, das ist effektiv. Rumschleudern, verlangsamen und noch mit Fallen durchsieben. Das kann eine echt schöne Kombination sein. Und die andere Seite? Da, auf der anderen Seite kommen bis jetzt noch keine. Die kommen bis jetzt nur von der Seite. Okay. Dann nächste Welle kommt vielleicht noch die andere, aber ich mache erstmal nur die, die kommt. Okay, okay, okay. Zeit für ein Gemetzel. Oh, dein Wort in Gottes Willen. Wir sehen es ja rechtzeitig, ne? Ja, die kommen nur von dort anscheinend. Nicht mal von das der ist oberen nicht Halle. Schlecht. Nachher brauchen wir die Fallen gar nicht. Ich glaube, unsere, ja, aber unsere Anwesenheit reicht. Wellen. Genau. So wie wir aufpassen und uns gegenseitig ergänzen, wie wir zusammenspielen, ja, brauchen wir keine Fallen. Nein, überhaupt nicht. Wir sterben nämlich auch mit Fallen. Wir verlieren auch mit Fallen, von daher braucht man gar nicht welche aufstellen. Also so würde ich jetzt ausdrücken. Das klingt so negativ. Es ist zwar die Wahrheit dabei, aber das sind, glaube ich, die Erdfürsten, die diese lauten Schrittgeräusche machen. Ich habe jetzt mal Angst. Ja. Oh, der hat Herzchen. Das Problem ist, vor allem wenn man später die Spornpilze baut, weil man kennt diese Elementare ja nicht aus dem ersten Teil. Das Lustige ist, wenn man Spornpilze baut und die sind bekehrt, dann bleiben sie auch bekehrt. Aber sollten sie irgendwie mal vernichtet werden, dann sind die zwei Elementare, die rauskommen, wieder böse. Rennen dann Richtung Spalt. Und das kann richtig, richtig ins Auge gehen, wenn man nicht aufpasst. Ja! Vor allem, wenn das sehr knapp vor dem Spalt ist, ne?